Halloalli und herzlich willkommen. Heute gibt es lecker Bielitzer Spargel, dazu Kartoffeln und Kochschinken, noch ein bisschen Butter mit Semmelbrösel obendrauf. Und weil so schönes Wetter ist, werde ich das Ganze heute draußen auf meinem Kugelgrill zubereiten. Ich habe mir dann hier 500 Gramm Bielitzer Spargel besorgt. Dann kommt noch eine Zitrone dazu, beziehungsweise ein paar Scheiben und ein bisschen Saft, dann ein bisschen Butter und Wasser. Das kommt alles in die Auflaufform. Dann habe ich als Beilage die Kartoffeln. Die werden einfach nur mit einem neutralen Öl ein bisschen gemischt, Pfeffer und Salz dazu. Und dann kommen sie auch mit auf den Grill. Als Beilage gibt es dann auch noch den Kochschinken. Dann habe ich hier noch Petersilie, das werde ich ein bisschen mit Semmelbrösel und Butter nachher vermischen. Und das kommt dann oben auf den Spargel drauf. Als erstes halbiere ich dann die Kartoffeln. Die habe ich nochmal schön kalt abgespült bzw. abgewürstet. Gebe die dann erstmal einfach in so eine Schale rein. Und dann kommt das Öl dazu. Ja, das sind hier ungefähr 2 Esslöffel. Ich nehme dann neutrales Rapsöl. Dann kommt noch ein bisschen Salz oben drauf. Und noch ein bisschen grob gemahlener Pfeffer. Und dann alles einmal schön durchheben. Ja, es soll also überall im Kartoffelchen ein bisschen Öl dran sein. Dann können wir auch in die Auflaufform. Ja, das restliche Öl kann ruhig ein bisschen noch mit bei. Ja, ich lege die mal alle so rum. Und dann können sie auch schon auf den Grill gestellt werden. Während die Kartoffeln jetzt auf dem Feuer sind, fange ich jetzt mal an, meinen Spargel zu schälen. Das mache ich hier wieder mit meinem tollen kleinen Sparschäler. Das geht wirklich perfekt. So, den geschälten Spargel lege ich jetzt erstmal hier rüber und mache mir den Abfall. Oder Abfall ist es ja auch nicht. Davon werde ich jetzt gleich noch ein Spargelsüppchen kochen. Das wird schön ausgekocht. Jetzt schneide ich hier unten nur noch mal die Schnittstelle so ein bisschen glatt. Ja, die ist meistens so ein bisschen trocken. Das kommt auch damit rein. Dann kann der Spargel mal in die Form rein. Dann einfach ein bisschen Salz drüber. Und noch so ein ganz klein bisschen Zucker. Das braucht nicht viel sein. Wenn man es nicht mag, lässt man es einfach weg. Dann gebe ich noch ein bisschen Zitronensaft an das Wasser mit ran. Das braucht auch nicht so ganz viel sein. Und dann kann das Wasser aufgegossen werden. Na, der Spargel sollte da so ein bisschen drin liegen, der braucht nicht bis oben hin vollgedeckt sein. So, und jetzt kommen noch ein paar Butterflöckchen damit zu. Ja, einfach so ein paar Stückchen damit drauf machen. Das gibt dann nochmal so einen feinen Geschmack nochmal. Und dann das Ganze mit Alufolie abdecken und oben noch so 2-3 kleine Löcher reinmachen. Und dann kann der jetzt auch raus. Die Kartoffeln sind jetzt schon 10 Minuten drauf. Die Wurzeln sind schon schön im Öl. Und jetzt gebe ich noch den Spargel dazu. Und der kann jetzt so 20-25 Minuten da drauf bleiben. Dann mache ich mir jetzt die Butter schon mal in so ein Töpfchen rein. Gebe da auch gleich noch ein paar Semmelbrösel mit zu. Ja, ich mache jetzt hier 2-2,5 Löffel. Das stelle ich mir dann auch erstmal beiseite. Und mache mir dann die Petersilie klein. So, und das beides kann jetzt noch ein bisschen warten. In 5 Minuten vor Ende werde ich dann die Butter, ohne Deckel natürlich, auch auf den Grill stellen. Die Kartoffeln sind jetzt gute 20 Minuten drin. Ja, sie kriegen jetzt schon so ein bisschen Farbe. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal das Gas ein bisschen runterregeln. So, jetzt sind etwa 30 Minuten vergangen. Es ist soweit. Die Kartoffeln sehen wunderbar aus. Ich habe die einmal umgedreht. Hier steht mein Töpfchen mit der heißen Butter. Ich werde jetzt erstmal den Grill ausstellen. Und dann nehme ich als erstes mal die heiße Butter hier runter. Die Butter dann einmal so ein bisschen durchrühren. Die brodelt noch richtig schön. Da gebe ich dann noch die Petersilie mit bei. Und das gut durchrühren. Dann stelle ich das Töpfchen hier erstmal wieder rauf. Mach mir ein bisschen Platz. Und dann kann angerichtet werden. Ich habe mir schon mal den Schinken auf den Teller gegeben. Zur Sicherheit ziehe ich mir natürlich wieder den Handschuh an, das ist hier alles wirklich sehr heiß. Dann kommt die Folie runter. So sieht das jetzt hier aus. Ich hatte vorhin vergessen zu zeigen, dass ich da noch 2 Scheiben Zitrone mit drauf lege. Die Zitrone kann jetzt erstmal beiseite. Und dann packe ich mir hier schön den Spargel drauf.
dann noch ein paar Kartoffeln. Und etwas von der Petersilienbutter mit Semmelbrösel. Das gebe ich jetzt hier oben so drüber. Ja, so werde ich das jetzt servieren. Meine Gäste sitzen schon sabbernd am Tisch. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und natürlich einen guten Appetit und hoffentlich bis bald. Tschüss!